Ja, danke schön, Herr Präsident, Frau Minister, Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren. Ja, es geht um den Antrag von uns Österreich zuerst und wie so oft um die Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Und ich war eigentlich sehr verwundert, dass im Ausschuss nicht wie üblich die Regierungsparteien diesen Antrag vertagt haben, sondern abgelehnt haben. Es geht eigentlich nur um die Unterstützung und ich komme dann noch auf diesen Antrag im Detail zurück. Aber wir haben zurzeit auch eine sehr krisengebeutelte Branche, die ich heute schon erwähnt habe. Das sind unsere Marktlieferanten und Schausteller. Durch die Absage der Volksfeste und der ganzen Wiesnmärkte, vor allem mit Bleiburg, Villach und so weiter, kommen sie massiv unter Druck. Und deshalb habe ich auch hier einen entsprechenden Antrag vorbereitet, den ich hiermit einbringen möchte, einen Entschließungsantrag betreffend finanzieller Soforthilfe für die abgesagten Veranstaltungen massiv betroffener Marktfahrer und Schausteller und Wirte. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, umgehend Schritte zu setzen, die eine sofortige und unbürokratische finanzielle Hilfe zur Abdeckung der Fixkosten sowie des Umsatzausfalls in voller Höhe, insbesondere für die heimischen Marktfahrer, Schausteller oder Wirte, die von der Absage vieler Märkte und Veranstaltungen infolge von Covid-19 ihrer Existenz weiterhin bedroht sind, sicherstellen. Jetzt zum Antrag Österreich zuerst. Worum geht es in diesem Antrag? Es geht um drei wesentliche Punkte. Zum einen um die Senkung der Abgaben auf Arbeit und Lohnnebenkosten. Zum zweiten auf die Attraktivierung der Lehrlingsausbildung. Und zum dritten Vorrang für die heimischen Betriebe bei der Versorgung mit Werk, Bau und Rohstoff. Jetzt habe ich mir die ganze Zeit schon überlegt, warum lehnt die ÖVP diesen Antrag ab mit diesen drei Forderungen. Senkung der Lohnnebenkosten kann ich mir schwer vorstellen. Attraktivierung der Lehrlingsausbildung kann ich mir auch schwer vorstellen. Kann es nur eigentlich der Punkt sein, Vorrang für heimische Betriebe bei der Versorgung mit Werk, Bau und Rohstoffen? Warum steht das in dem Antrag? Wir haben auf dem Markt die Situation schon seit Monaten, dass Bauwerk und Rohstoffe, wenn überhaupt noch verfügbar, dann mit massiven Preissteigerungen nur mehr bekommen werden von den Unternehmen und viele Unternehmen natürlich damit massiv Schwierigkeit haben, ihre Aufträge abzuwickeln. Sie können keine Preise mehr abgeben bei Angeboten. Es geht sogar so weit, dass sie Unternehmer nach Hause schicken müssen, weil sie keinen Rohstoff mehr bekommen. Und in diesem Österreich zuerst Antrag fordern wir, dass heimische Betriebe zumindest einen gewissen Prozentsatz von diesen Bauwerk und Rohstoffen erhalten müssen, bevor es eben exportiert wird, sogar noch unterstützt mit Exportförderungen in die USA oder nach China. Weil sonst erreichen wir genau das, dass unsere Betriebe ihre Leute nach Hause schicken müssen, zusperren müssen und vor der Existenz bedroht sind. Und jetzt lese ich vor einigen Tagen in der kleinen Zeitung, der Holzbau geht auf die Barrikaden. Was steht da drinnen? Holz ist knapp und wird immer teurer. Familien können sich Häuser in Holzbauweise nicht mehr leisten. Branche startet eine Petition und fordert ein Holzkontingent. Also die Branche Holzbau Österreich, Holzbau Austria fordert genau das, was in unserem Antrag steht, ein Holzkontingent. Jetzt habe ich nachgeschaut, wer ist denn der Chef von diesem Holzbau Austria? Es ist der Herr Ingenieur Gerhard Kast von der österreichischen Wirtschaftskammer, auch entsprechender Branchenvertreter. Nachdem wir von der ÖVP auch Branchenvertreter aus der Wirtschaftskammer sprechen werden, kann ich mir auch jetzt schwer vorstellen, dass Sie diese Petition ablehnen und genau das ablehnen wollen, was der Herr Kast in seiner Petition fordert. Also ich unterstütze diese Petition, ich unterschreibe diese Petition auch jetzt. Ich unterschreibe das natürlich in dem Sinne, dass man den österreichischen Unternehmen das zur Verfügung stellen muss, das Material, das brauchen. Allein bei der Holzbaubranche, da sagt der Herr Kast, geht es um 22.000 Arbeitsplätze, um 2.200 Unternehmen. Also ich glaube, das soll es uns wert sein, dass wir das unterstützen. Und ich habe noch ein paar Zettel von der Petition mehr ausgedruckt. Ich denke, dass seine Kolleginnen von der Wirtschaftskammer das sicher auch unterstützen werden und bitte auch diese Petitionen zu unterstützen und zu unterschreiben. Dankeschön.